Von 2002 bis 2008 haben wir bei Stahlen, also die Verbindung einfach zum Mattertal, den Stegitschokotunnel aufgefahren. Zu diesem Zweck ist zuerst eine Sondierstolle ausgebrochen worden, im Durchmesser von 4,20 m auf die ganze Länge. Und anschließend hat man auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite, wenn man gegen das Zermatt schaut, noch eine Sicherheitsstolle erstellt. Diese Schutterstolle oder eure Sondierstolle hat eigentlich den Vorteil, wie ich bereits erwähnt habe, lüftungstechnisch, Gebirgserkundung und Entwässerung des Gebirges. Die ganze Arbeit Stegitschokke ist 140 Millionen, wovon der Anteil Tunnel- und Sondiersicherheitsstollen in etwa 90 Millionen. Wir haben die Arbeit ausgeführt mit einer Mannschaft zwischen 40 und 60 Leuten und haben eigentlich auch in diesem Konsortium immer die gleichen Kippen, die Sondierstollen gemacht, die Sicherheitsstollen und der Hauptausbruch. Eine Variante von der Fischer Arge war, dass man den Angriff von der Talseite, also von Stahlen, richtig Zermatt ausführen und nicht umgekehrt, wie das eigentlich der Bauherr hat vorgesehen. Was auch noch wichtig ist im Stegitschokke, ist natürlich die Länge dieses Tunnels. Das sind 2300 Meter. Der Ausbruchquerschnitt ist 75 Meter. Wir haben drei Nischen gebaut, die auf beiden Seiten 3 Meter verbreitert worden sind. Das hat also viele grosse Kavernen gegeben innerhalb von der ganzen Baustelle. Die Sicherung von diesen Kavernen hat man nachher vorgenommen mit ein spezielles System, wenn man so im Lötschpark gebraucht hat, mit einem Art Gitterträger und einer Isolation, die man hinten entwässert hat, eine Art mit Markise, System Waldblast. In dem Zusammenhang Stegitschokke hat man ebenfalls Dammschüttungen gemacht. Mit dem Ausbruchmaterial ist man auf so ein Glas gegangen, hat nachher da wertvolle Dammschüttungen können machen zum Schutz vom Schutz vom Dorf. Und ebenfalls in Kalpetron hat man einen Damm aufgeschüttet, wo man nachher jetzt die zukünftige Strassenverbindung ermöglicht hat. In diesem Kontext, Verbindung Kalpetran, hat diese Gruppe ebenfalls eine Brücke machen, die Brücke Kalpetran. Es ist eine Brücke, eine Dreifeldbrücke, die man allergisch gemacht hat, ebenfalls ein Hohlkastensystem mit Vorspannung.